am Zunftisch. Das Casino Bern bringt euch eine neue Ladung, Geschichte und Gericht. Es ist ein episodenhafter Rückblick in 500 Jahre Kulinarik Bern. In diesem Buch erfahrt ihr, warum der Biber ein Fisch war, was Schnepfendreck ist und wie man theoretisch den Bär grillieren würde. Ja, aber natürlich noch viel mehr. Habt ihr gewusst, dass Urban Farming nicht ein moderner Trend ist, sondern schon seit über Hunderten von Jahren gang und gäbe war? Oder dass der Zibelenmerit eigentlich gar nichts mit Zibelen zu tun hatte? Habt ihr gewusst, dass der Muhammad Ali und der Pelé für Ofo Maltine Werbung gemacht haben? Der Lind hat hier die wirklich erste unter uns genießbare Schocke entwickelt. Der Tobler hat nachher Toblerone gemacht, wo ein Welterfolg geworden ist. Ragusa kommt von hier. Also, Ofo Maltine habe ich noch vergessen. Alles Bern. Also von dem her, Bern ist Welt-Schocke-Hauptstadt. Das Buch erzählt nicht nur illustre Anekdoten von dazumal. Nein, wir haben noch 30 Rezepte für euch integriert. Wir zeigen euch, wie man eine Kalbshaxe besser macht als meine Grossmutter. Und das soll etwas heissen. Wie man aus Diemtigtaler Alpkäse eine salzige Käsepie macht. Wie man zu Ehren vom Zibelenmerit einen Zibelenkuchen wortwörtlich auf den Kopf dreht. Und wie man einen Vogel mit Kirsipüree zubereitet. Ah, und das habe ich noch vergessen. Wir zeigen euch, wie man einen Toblerone einsandwichet. Alle unsere Gerichte haben einen Ursprung in der Vergangenheit. Sei es Rezept, Brüche oder auch Produkte, die man in den Archiv gefunden hat, die eine zentrale Rolle gespielt haben in der Entstehung der Kulinarik in Bern. Wenn ihr aber meint, das Buch dreht sich nur um Bern, dann habt ihr euch geschnitten. Je mehr typisch bernerisch, wo wir suchen wollten in den Archiven, haben wir gemerkt, Bern ist überall. Oder überall ist es ein bisschen wie in Bern. Also eine typische Berner Küche hat sie früher in der Neuzeit nicht gegeben. Das war eine Küche, die sich mehr oder weniger in ganz Mitteleuropa ähnlich findet, weil die Einflüsse sind aus verschiedensten Nachbarländern gekommen, in Bern jetzt vor allem aus Frankreich. Das Buch geht also alle Schweizer und alle Mitteleuropäer auch etwas an. Wir stellen euch auch alle Gesellschaften und Zünfte von Bern vor. Sie sind namensgebend für das Buch «Am Zunftisch». Wir wollen euch unsere Küche, unsere Herkunft und das Casino Bern ein bisschen näher bringen. Bestellt das Buch auf unserer Website oder geht in eure Buchhandlung.